Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo auf dem Tasty Hike Kanal. Servus. Wir sind heute im wunderschönen Südtirol wieder unterwegs und zwar am Figeljoch. Hier waren wir schon ein paar Mal, aber heute schauen wir uns mal an, was das Figeljoch auch für Kinder zu bieten hat. Los geht's. Es lohnt sich auf jeden Fall bei dieser Tour noch einen ganz kleinen Abstecher zu machen, wenn man oben beim Sessellift ankommt bei der Station. Da kann man nämlich dann in 5 Minuten einfach hierher wandern zu diesem vollkommen tollen Aussichtspunkt. Hat man eine herrliche Aussicht über Meran und das gesamte Meraner Land. Also das lohnt sich wirklich und es ist wirklich nur sehr, sehr kurz weg von dem Punkt, wo wir angekommen sind. Wir kehren jetzt hier bei der Gampelalm ein. Die ist wirklich toll für Kinder. Wir waren da schon mal. Da gibt es einen riesigen Spielplatz mit ganz vielen tollen Sachen und so kleine Gefährte für Kinder. Da kann man ganz entspannt sitzen, weil das alles umzäunt ist und die Kinder nicht abhauen können. Und die können entspannt spielen und die Eltern können entspannt essen. Und genau das haben wir jetzt vor. Lecker einkehren und die Kinder spielen lassen. Einkehr war wirklich, wirklich richtig gut. Also das Essen war hervorragend. Wir haben so lange nicht mehr so gut gegessen auf einer Hütte wie hier.
Und der Service war auch wirklich erstklassig und allein schon dieser riesige Spielplatz hier im Hintergrund mit Trampolinen und Klettergerüsten und Sandkasten und Fahrzeugen, das war für die Kinder ein absoluter Traum. Wir konnten ganz entspannt essen und die Kinder haben gespielt und haben dann auch was gegessen. Sehr, sehr kinderfreundlich das Ganze hier. Und man kann sogar übernachten, wenn man, so wie wir, sich sehr voll gefressen hat und nicht mehr das Gefühl hat, den Berg runterzukommen. Dann kann man sogar noch übernachten, wenn man will. Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt an der Bergstation der Fiegeljochbahn und müssen echt sagen, es war eine richtig tolle Tour und das Fiegeljoch kann echt was für Familien und Kinder. Also wir sind sehr begeistert. Ja, war super. Hat richtig viel Spaß gemacht, auch den Kleinen. Die Einkehr war toll und das Programm drumherum auch. Wenn es euch auch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Zwei. Der Zwergsteig ist unleidig, wie ihr hören könnt. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video.